So, dann gehen wir in die nächste, letzte Runde bei Score. Wir haben ja alles soweit. Habe ich ihn schon? Muss ich nochmal schnappen, okay. So, also ich hoffe echt, das kriegen wir jetzt alles problemlos hin, weil alles andere wäre lächerlich. Hier ist ja nichts mehr zu tun. Ich hoffe bloß, es bleibt der letzte Gegner, oder zumindest der letzte Endgegner. Es muss eigentlich, weil ich habe jetzt echt keine Munition mehr, Dix. Es kann eigentlich nichts mehr an großen gegnerischen Bedrohungen kommen. Ich glaube, das einzige Problem, was wir haben, sind wir jetzt selbst, beziehungsweise unsere Tentakel, die aus uns rauswachsen. Ich muss dringend Heilung finden. Wenn ich das nicht schaffe, bin ich, glaube ich, eh gleich tot. Und ich hoffe, das Spiel ist so nett und freundlich und gibt mir die Chance, mich überhaupt noch zu retten in diesem Zustand. Denn sonst ist das Spiel nämlich schon Game Over und ich müsste ein komplettes neues Kapitel starten. Ich meine, gut, ich glaube. Moment, warte kurz. Das habe ich eigentlich gut gehabt. Genau, Akt 5. Lustig. Na, Akt 4 ist bei 18:22 gespeichert. Akt 5 ist bei 18:08. Ich meine, ich könnte nochmal den ganzen Bosskampf nochmal machen. Mit mehr Leben überstehen das Ganze. Sollte mir mit meinem jetzigen Wissen durchaus möglich sein. Ich könnte vor allem auch wahrscheinlich mit einem Schuss mehr jetzt noch leben. Also ich muss jetzt, egal was ich mache, wahrscheinlich mindestens zweimal meine Hand da reinstecken und entsprechend zweimal Leben verlieren. Das ist natürlich nicht so gut. Ein weiterer lassen. Genau. Ich kann ja so nichts rüberschießen, was extrem ungünstig ist. Sonst kann ich mal so rüberlatschen, fertig aus. Aber das haut er jetzt nicht hin. Muss mich also sehr beeilen, das hier zu machen. Aber wenn ich jetzt dann tatsächlich. Ich habe es eben zweimal gemacht und bin dann gestorben. Wenn ich das nur einmal machen muss, um zu sterben, muss ich neu laden, dann hilft alles nichts. Wäre extrem unschön. Aber wäre dann eben so. Da muss ich den ganzen Akt nochmal spielen. Jetzt aber Beeilung, Beeilung, Beeilung. Nachfüllen, nachfüllen, nachfüllen. Na komm schon. Ich habe echt nicht mehr viel Leben. Ja, ich weiß, es ist wieder voll. So ein Scheiß. Bumm. Ich hoffe echt, dass jetzt einfach ich nicht sterbe. Wie gesagt, das ist jetzt der Knackpunkt. Und hier eine Heilungsstation finde, die ich wahrscheinlich gar nicht bedienen kann, weil ich. Na, wie dann auch? Was bist du? Bist du nur. Ich glaube, es. Ah, nein, das ist mir sowas. Nicht gut. Das ist die Lebensstation. Lebensstation. Das war super knapp hier. Leben auffüllen schnell. Ich brauche dafür, glaube ich, auch bloß eine Hand tatsächlich. Ja, schon wieder voll, schon klar. Ich habe zumindest noch vier Lebensbalken jetzt übrig, das ist schon mal nicht ganz schlecht. Ja, ich weiß, hab ich? Ich hatte vier, aber ich müsste das eigentlich auch machen können. Aber ich gucke mich ganz fix um, bevor ich mein Leben sinnlos raushaue. Da drüben noch irgendwas anderes zu machen ist. Na, hier brauche ich fünf, die habe ich nicht, na toll. Da komme ich auf jeden Fall nicht durch. Wahrscheinlich bei den Vierer dann den Fünfer holen, dann hier durchkommen und dann fertig. Hier war noch ein tolles Gerät, das ich aber nicht benutzen kann aktuell. Ich muss also da drüben durch. Also Augen zu und durch, hilft dir alles nichts. Das ist jetzt echt ein Problem mit dem Leben, den wir haben, ne? Aber wenn wir uns beeilen, ich meine, das macht mich fix kaputt. Ich komme da rein und dann. Muss ich mal wieder mehr Granate schießen, das geht ja auch ohne das Dingens. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Und ich habe gerade so lebenssparend gespielt, wie ich glaube, ich spielen kann. Ja, schon klar. Schnell. Mach schon. Gut, ich komme rein, alles klar. Was haben wir hier? Benutzt es schnell, bevor ich nicht mehr benutzen kann. Was immer das. Ach so. Noch mehr Munition, gut, der hier nicht. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Hatte ja auch drei Schuss.
Achso, dann muss ich hier aufpassen im Schießen. Okay, ich verstehe. Toll. Es gab eben schon einen freien Moment zum Schießen. Habe ich verpasst. Ich meine, ich kann aber da durchschießen. Bin mir nicht sicher, aber ich müsste da vorne rein, dass wir es getroffen haben, oder? Ja. Und da vorne kann ich meinen Schlüssel aufladen. Wahrscheinlich kann ich es nicht tun, weil... Ja. Oh, aber ich habe genug Zeit, da hinzulaufen. Ey, das ist so knapp, der Weg. Das glaube ich nicht, dass es hinhaut. Komm, jetzt aber schnell hier. Zeitdruck kann ich ja gar nicht leiden bei Spielen generell. Laufen, laufen. Ja, ich weiß, es tut ganz doll weh und so weiter und so fort. Zack. Abstimmen. Mhm. Ah ja, und das hat aber gerade so für den Weg gereicht. Heißt für mich, es reicht nie und nimmer für den Weg da vorne hin, der mir viel länger ist. Aber von da aus müsste das knapp reichen. Ganz knapp. Hey Leute, stresst mich doch nicht so, ganz ehrlich, was soll denn der Mist? Ich habe fast keine Leben mehr, das ist echt nicht geil. Oh, fuck, ey. Mhm, mhm, tut weh, ich weiß, ich weiß. Hab dich manchmal so, da bist du jetzt alle durch. Schnell, schnell, boah, ist echt ein ganz, 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 ganz knapper Weg, glaube ich. Komm. Klick. Gut, soweit, so gut. Und ja, ist wieder bewachsen. Und ich habe echt nur ganz wenig Leben und ich habe nichts mehr zum Auffüllen. Aber es sieht so aus, als hätte ich hier nicht mit mehr Leben reingehen können. Also, von meinem letzten Spielstand aus gesehen, ist das, glaube ich, das Beste, was geht. Einfach. Ja, toll. Der Weg ist doch zu lang, oder was? Das schaffe ich doch niemals. Oder war hier noch ein Gerät zum... Hier war auch noch ein Gerät gewesen, ne? Oh, ich muss vor allem noch zweimal meine Hand abmachen. Das... Meine Leben reichen nicht. Kann ich machen, was ich will. Glaube ich, ich habe verloren. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Ich habe es gerade so dahin geschafft, gerade mit dem... Das... Ich schaffe das niemals nach da vorne. Ich schaff das einfach nicht. Oh Mann. Sowas von Game Over hier. Ja, ich weiß, haut nicht hin. Fuck. Ich werde wirklich das ganze Kapitel neu starten müssen. Der Weg ist einfach zu lang. Das wird nicht. Irgendwas übersehen vielleicht. Das ist, oh, das ist unwahrscheinlich. Ist auch aufgebraucht, ne? So oder so. Ist auch weiter nichts. Ja, Munition aufladen brauche ich nicht. Danke der Nachfrage. Oh, scheiße. Das steht unter absolut keinem guten Zeichen, lieben Leute. Ich halte, wenn ich Glück habe, überhaupt sowieso nur noch einen einzigen aus. Und dann ist vorbei. Und selbst das halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, ich sterbe jetzt schon hiervon allein. Die Leben reichen dafür einfach nicht mehr. Das reicht nicht. Bis hier reicht's, ja. Ganz, ganz knapp. Also ganz im Ernst, das war... Autsch. Ich glaube, das muss so. Ich bin am Gerät. Ich glaube, ich könnte es noch schaffen. Hol das Ding aus mir raus, Gerät. Hey, falsch schaffe ich es doch noch. Sind das wir von oben? Ja. Wenn ich jetzt sagen könnte, wo das Vieh ist, ne? Ah, ach, da wächst ein Mensch an mir.
Ab mit dem Kopf. Ja, Mensch. Und nu? Beenden oder was? 009. Was immer ich getan habe, es scheint nicht falsch gewesen zu sein. Ja? Ich erinnere mich an diese Katze. Es war mir ein treuer Gefährte bis... Alter, bin ich kaputt, da bin ich kaputt. Bis vor kurzem... Oh, ich komme doch nicht mehr lang. Shit. Aber ich scheine auch keinen Lebensbalken mehr zu... Ich kann mich auch gar nicht mehr heilen. Ich glaube, egal was ich jetzt mache, das war das Beste, was ging. Und jetzt bin ich kurz vor Ende. Alter, es ist... wirklich, wirklich knapp bemessen. Ich glaube, ich habe echt Schweine. Hätte ich nur einen einzigen Lebensbalken weniger gehabt, nach dem Bosskampf, ich glaube, es wäre möglich gewesen, dann hätte ich es nicht gewinnen können ohne Neustart. Achso, das ist, glaube ich, ein Umweg. Richtig? Oh, oder besser gesagt, ich stolpere einen Umweg. Nee, hier oben. Nee. Ich komme nicht auf dem gleichen Weg lang, wo ich vorher lang gekommen wäre. Es kann echt sein, dass ich jetzt den letzten Nachkommen züchte, meiner Spezies, der dann wahrscheinlich den gleichen Mist durchmachen muss, wie ich jetzt. Weil ich glaube kaum, dass unser Charakter jetzt noch lange überleben wird, ganz im Ernst. Jetzt so viel Scheiße durchgemacht. Was auch immer der für eine Spezies ist, aber das kann kein gutes Ende nehmen. Und wie gesagt, das Ganze scheint alles um Fortpflanzung zu gehen und vielleicht sind wir aber tatsächlich in unserem in so geheiligten Ruinen, wo einfach Balzrituale gehalten werden, was auch immer, und man einfach sich fortpflanzt und das ist Sinn und Zweck der Sache, das wurde alles korrumpiert und deswegen sind wir mit der Spezies vor dem Untergang. Und das Ganze können wir jetzt nur als Einzelperson retten, indem wir die letzte Blutprobe, die wir finden konnten, einsetzen, um ein nicht korrumpierten, völlig reinen Nachfahren. Ja doch, hier war ich am Anfang. Oh, es ist seitdem zerfallen. Das war doch vorhin auch noch oben drauf, oder? Oder nicht? Egal, wir sind wieder hier, alles gut. Und quasi jetzt den letzten reinen Nachfahren zu konstruieren, der es irgendwie schaffen muss, mit der DNS und so weiter von allen anderen die Spezies neu zu beleben. Denn wir waren ja von Anfang an schon halbwegs korrumpiert und aufgefressen vor diesem gegnerischen Organismus. Und sind offenbar einfach nur auf der Suche jetzt nach Erlösung und Reproduktion. Die Gründe, warum, wieso, weshalb, das ist natürlich völlig im dubiosen Schatten, aber das scheint so insgesamt das zu sein, worauf es hinausläuft. Ist jetzt meine ganz bizarre Schätzung. Komm, das schaffst du auch noch, die paar Meter, ich bitte dich. Ja, ja. Vor allem, wo ist dein Gerät jetzt? Hat ja vorher die Katze getragen. Komischerweise, ich meine, die hat uns ja auch geholfen. Es war wahrscheinlich doch... Ja, ein Symbiont war das nicht. Es war keine Symbiose, definitiv nicht. Es war doch eher definitiv ein parasitäres Vieh. Aber hat uns ja dennoch ein Stück weit unterstützt, das Teil. Und... War ich da schon... Ach so, ja, da klar, da muss ich da runter. Hat uns ein Stück weit unterstützt. Aber so ein Parasit will ja auch überleben und leben. Und wer weiß, vielleicht wollte sie eine Weile an mir... laben, damit er dann irgendwie, keine Ahnung, was machen kann, sich weiterentwickelt, und das wäre jetzt kurz davor gewesen, ich kann ihn aufhalten. Wer weiß. So oder so, er lebt ja noch. Und so oder so eine Kreatur wie diese Kreatur, diesen Parasiten, den wir hier an unserem Rücken kleben, hat man sieht den Rücken ja auch nicht. Ich meine, man hat nicht gewusst, was den klebt, das ist ja einfach komplett in uns drin irgendwie, aber klar, dann war es da dran. Jedenfalls so ein Wesen gab es nicht nochmal im Spiel. Es war offenbar echt ein einzigartiges, gegnerisches Wesen, vielleicht sogar eins, das zu meiner eigenen Spezies irgendwie gehört, ich bin mir nicht sicher, und naja. Vor allem, wir haben, ach siehst du, wir haben ja stimmt, wir haben ja zwei hier mit offenbar einem Embryo. Könnte natürlich reichen, um die Spezies zu reproduzieren, je nachdem, wie das bei denen genetisch aussieht, ne? Können wir ja in Ruhe sterben gehen. So. Andererseits sehen die nicht unbedingt lebendig aus. Oh. Aber zumindest bewegen sie sich jetzt. Das war vorher nicht der Fall. Hey, ich bin im Hohepriester oben drauf. Na, guter Mann?
Der hat ja auch so viele Arme, ne? Ich hatte ja auch so viele Arme. Ob das jetzt... Das sieht wiederum sehr mechanisch aus bei ihm alles. Und da waren wir ja auch schon, richtig? Genau, da waren wir vorhin gewesen. Jetzt sind wir hier. Okay. Ja, dann besiegen wir mal diesen Parasiten. Oftmals ist das der große böse Gegner, der unsere Gesellschaft irgendwie übernommen hat. Und den machen wir jetzt kalt, richtig? So, ich bin gespannt. Und jetzt muss die letzte DNS-Probe dir entnommen werden, oder wie, oder was? Ich meine, offen hat ja unser Typ Plan gehabt von Anfang an. Ist ja gezielt hergekommen, wie es aussieht. Und hat sich gezielt hier rangesetzt. Der hatte was vor, was ganz Konkretes. Und das wird die Ausrottung dieses Gegners sein. Aber jetzt wiederum werde ich doch genauso wie einen Typen angezapft, oder? Hallo? Es scheint generell eine Maschine zu sein. Aua. Ich könnte Hilfe gebrauchen, kein... Okay. Wie auf den Bildern wird das, was immer ich da drin habe, ausgeschnitten. Aua. Der Kopf wird aufgesägt. Lobotomie vielleicht? Also ich werde enden wie die im Hintergrund auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob das jetzt so sinnig ist. Na, die werden schon wissen, was sie machen. Heißt aber, dass dann die hinten auf mal nicht befallen sind von irgendwas, wenn ich jetzt auch dazu gehöre. Das scheint dann doch eher Absicht zu sein. Aber... Und so, 011 irgendwas. Errungenschaft freigeschaltet, okay. Mhm. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Oh! Wurde unser Bewusstsein vielleicht in einen neuen Embryo übertragen? Oder einfach nur einfach die beiden Körper, die wir da hatten? Und wir tragen selbst noch ein Embryo aus, okay. Ich bin einer von den beiden da. Und der zweite? Jetzt fällt bloß nicht runter, wäre alles verloren. Ah! Steht auf. Das fahren wir mal. Ist halt die Frage. Weil der scheint noch zu leben. Ob ich jetzt eine andere Person steuere? Wechseln steht da vor allem gerade, sehe ich gerade unten links. Oder ob ich da tatsächlich doch das Gleiche bin, ich weiß es nicht. Wechseln? Wie wechsle ich denn? Klicken kann ich auch nicht. Hier ist zwar ein Aktionsbutton, aber... Ah, jetzt. Ist okay. Komm. Lass gut sein. Danke. Jetzt schraube ich mir das offenbar an. Aber ich habe jetzt... Ich weiß nicht, wo ich es angeschraubt habe, gerade bei mir. Wenn das Wechsel ging ja... Aua. Ja, vielen Dank auch. Ach, guck mal. Okay, der hat da hinten im Nacken offenbar auch so ein paar Dinge. Schön. Hier, zusammen rumstochern, ja? Zusammen rumstochern? Nein? Ach, warte, automatisch. Ach so. Mach ich gar nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich wechseln soll. Ich drücke alle Tasten. E und, glaub mir, das Maustaste. Den habe ich da eigentlich gar nicht. Ah! Leertaste. Kann ich ja was machen? Nein. Mit Leertaste wechseln wir also, okay. Was auch immer so oben ist, scheint doch von uns zu sein und nicht gegen uns. Lebt er noch? Ja, scheint auch den Kopf zu drehen. Ich bin mir nicht sicher. Na, ganz ehrlich, ich hab so meine Gedanken zu allem, aber das so hin. Ach, guck mal hier. Mal eben ein Schlüsselgerät machen lassen. Noch mal schmerzfrei. Ich bin der Meinung, dass anfangs das Ganze schmerzhaft für unseren Protagonisten war. Egal, dann stellen wir ihn dahin und die anderen. Aber ich habe ja zwei Augen mit ihm. Also ich schätze tatsächlich, ich steuere die beiden durch seinen Geist. Also er ist immer noch, wir sind immer noch er. Und vor allem, ich weiß nicht, wieso ich jetzt nicht aufschneide, den Ball ist auch total merkwürdig. Aber er steuert diese beiden Wesen
durch eben seine Augen und durch seinen Geist. Linkes Auge, rechtes Auge quasi. Ach, guck mal hier. Öffne dich. Excel. Hat er auch so eine Klaue in der Hand, aber hier hinten, ne? Das ist echt merkwürdig. Na gut. Dann wollen wir mal. Der schneidet weiter drauf ein. Das ist auch eine gemeine Sache. Wechsel. So weit, so gut. Langer, langer Weg. Ich mach schon das Richtige, ne? Das ist da hinten eine Art Sturm. Jedenfalls habe ich offenbar ja keine neuen Hybriden, Embryonen oder sowas erschaffen oder keine Ahnung was, weil die beiden ja... Ich kann meine Kamera nicht mehr drehen, merke ich gerade. Ich kann aber noch... Ich kann nicht mehr wechseln, ich kann auch gerade ausgehen, okay. Weil die beiden sind ja offenbar mit irgendwas im Bauch unterwegs, irgendwas Embryoartiges. Also vielleicht sind es doch trotzdem die letzten beiden Überlebenden dann. Und ich opfer ihn jetzt für keine Ahnung was und ich werde aber langsamer beim Gehen. Liegt nicht an mir, liegt am Spiel. Und das ist eine interessante Kulisse, aber das ganze Spiel besteht aus vielen interessanten Kulissen. Wobei der letzte Level hier, der ist tatsächlich cool. Der Rest davor war eher skurril, das hier natürlich auch, aber... Oh nein. Du schon wieder. Als wäre ich nicht schon kaputt genug und alles. Nein. Im Ernst jetzt? Ich war doch quasi davor zu gewinnen. Ich weiß nicht, wo dieses Blut jetzt noch herkommt, was aus uns rausfließt, aber... Das sind aber echt leblose Maschinen, die beiden, trotz allem. Die scheinen ja nichts mehr zu machen. Und das war's. Game over oder was? Jetzt. Das wäre jetzt blöd. Das sind ja der Statuen, die hier gerade stand, ne? Okay, eine Videosequenz. Krass. Komm, du schaffst das. Unschön. Trümpf Augenangst dran. Der Parasit verschmilzt immer mehr mit uns. Glaubt, das war's. Die Spezies ist dem Untergang geweiht. Mist. Doppelmist. So kurz vom Ziel, was auch immer er da erreichen wollte, aber so kurz davor. Habe ich schon Mist erwähnt? Aber es lag ja komplett nicht mehr in unserer Hand in den letzten paar Minuten. Wir konnten ja nur noch tatsächlich sehr wenig tun. Nicht verteidigen, nicht heilen, nicht angreifen, nichts. Und ich denke mal, das war's jetzt. Das heißt, die Spezies stirbt aus. Das war der letzte lebende Typ. Und Ende. Ich hätte fast noch gedacht, es kommt ein Scorn Teil 2, aufgrund dessen, dass jetzt ein neuer Embryo kommt, aber 0-12. Kommen nicht mal Credits, finde ich ja interessant. Da frage ich mich doch aber auch,
Ah, toll, ist auch ewig her. Da frage ich mich natürlich aber auch, gibt es nur dieses eine Ende? Ich schätze mal schon. Neuladen? Nein, 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 nein. Tja, aber gut, liebe Leute, wir haben versagt, unsere Spezies wieder zu beleben und zu retten. Ich schätze mal, ich meine, ich weiß nicht, was uns da am Ende erwartet hätte. Und ich glaube, der Entwickler hat auch keine Ahnung. Deswegen hat das nicht gezeigt und uns vorher erwischen lassen. Das ist der ganze Grund. Die hatten keinen Bock, das thematisch, inhaltlich, geschichtlich, storymäßig irgendwie aufzulösen, was hier los ist. Deswegen haben wir uns das Ende gar nicht gezeigt, weil sie keine Idee hatten. Kennt man oft, zum Beispiel bei Lost. Das ist wie bei Lost. Die hatten keine Idee, wie sie es beenden sollen. Und dann kam irgendwas Plumpes und das hier war auch sehr plump. Schade, ich hätte echt gerne gewusst, was nun Sache ist. Ich werde natürlich sofort Google anschmeißen nach diesem kleinen Stream und das mal nachgoogeln. Vor allem, ob es alternative Enden gibt. Das glaube ich aber nicht. Denn wie gesagt, ich hatte gerade nichts in der Hand gehabt und ich wüsste auch nicht, außer beim allerersten Level, da wo ich den Typen gleich gekillt habe, statt ihn zu zwingen, mir zu helfen, wobei er wahrscheinlich auch gestorben ist letztendlich. Abgesehen von diesem Ort gab es keine Entscheidungsmöglichkeit. Ich musste immer einen strikten Weg folgen und klare Anweisungen befolgen. Da gab es nichts anderes. Entsprechend denke ich nicht, es gibt ein alternatives Ende. Allerhöchstens hätte der Leben mit der Munition gewonnen, aber das halte ich auch für unwahrscheinlich. Klar, wäre möglich gewesen, aber was hätte das ausgemacht? Keine Ahnung. Ja, liebe Leute, danke fürs Zuschauen bei Scorn und ja, ich weiß gar nicht genau, was nächsten Sonntag kommt. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig tatsächlich. Hab heute den ganzen Tag überlegt, ach, was machen wir dann nach Scorn? Das wird bestimmt heute zu Ende gehen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich würde ganz gerne vielleicht das Callisto-Protokoll spielen. Das kommt aber erst Dezember raus. Ich habe immer noch Autopsy Simulator auf dem vielleicht Plan. Auch wenn dafür nicht gestimmt wurde auf meinem YouTube-Kanal, sondern für Scorn, aber jetzt, wo Scorn durch ist, wer weiß. Muss ja aber nicht zwangsläufig ein Horror-Let's Play sein oder was in der Richtung. Es kann ja auch einfach ganz simpel und ergreifend normales Let's Play werden. Zum Beispiel habe ich auf jeden Fall vor, auch wenn es ein bisschen doppelt gemoppelt ist, Return to Monkey Island nochmal komplett als Stream zu bringen, denn am 8.11., also von jetzt in 2 Tagen an, kommt die deutsche Synchro. Die wird einfach so nachgereicht, mitsamt Release auf PlayStation und Xbox. Und ich habe es ja mit englischen Sprechern gespielt. Ich würde es ganz gerne mal auf Deutsch machen, aber noch ein Let's Play wäre ein bisschen dämlich, glaube ich. Und jetzt, wo ich weiß, wie es geht, geht es wohl ganz schnell. Ich glaube, ich mache echt noch einen Stream. Ich weiß nicht, ob es Sonntag wird oder mitten in der Woche. Aber ich mache nochmal einen kompletten Stream, Monkey Island auf Deutsch. Das so als Zwischenansage. Ansonsten mal sehen. Ich habe noch die Idee, vielleicht They Are Billions als Stream zu bringen. Wollte ich auch schon lange mal spielen. Ich habe mich nie dazu ein bisschen längst gekauft, aber das wäre eine Option. Ansonsten, wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich lasse mich selbst überraschen. Was meinen YouTube-Kanal angeht, da wird erstmal bis Dezember, schätze ich mal, nichts weiter laufen, außer Gotham Knights und Final Fantasy VII Remake. Und dann im Dezember fange ich dann mit Crisis Core an. Falls FF7 Remake noch so lange geht, wohlgemerkt, das kann ja auch schon sein, dass es dann alle ist. Da muss ich mir das überlegen, weil nur ein Let's Play ist dann doch ein bisschen arg wenig, würde ich sagen. Vor allem, wenn Gotham Knights auch nicht so lange sein sollte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls bis Dezember habe ich da einen relativ klaren Fahrplan. Dann ab Dezember neue Spiele dazu. Ansonsten muss ich gucken. Vielleicht nehme ich noch sowas wie Sonic Frontiers mit rein, wobei ich das auf Switch wahrscheinlich spielen werde. Könnte ich aber auch Double Dippen. Muss ich? Ich weiß es echt noch nicht genau. Und ja. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Spiele habt, die ihr vielleicht im Stream speziell sehen wollt, könnt ihr mir das auch gerne jederzeit sagen, schreiben und so weiter und so fort. Und wir gucken, ob wir es umsetzen können. Alles kein Thema. So. Und bevor wir das Ganze heute beenden, muss ich nochmal anmerken, der Stream hat heute wunderbar funktioniert. Ich habe keinen großen Hacker bemerkt. Ich hatte zweimal eine kleine Ansage oben auf dem Bildschirm, dass der Codec überlastet wäre. Es war ganz am Anfang, aber es hatte keine merklichen Auswirkungen auf den Stream. Ich bin sehr zufrieden, es funktioniert offenbar doch am Sonntag sogar, auch mit diesem Spiel, was vorher immer nicht ging. Ich denke, meine generellen Streaming-Probleme habe ich jetzt gelöst für die Zukunft. Das ist eine sehr gute Sache. Unabhängig davon, wie Scorn jetzt ausgelaufen ist und so weiter und so fort. Hier habe ich Credits auflassen. Hier voll gut. Credits laufen jetzt doch noch. ja, jedenfalls habe ich meine Streaming-Zukunft erstmal gesichert und gefestigt, würde ich sagen. Das ist ein gutes Gefühl tief drin, wenn das Spiel mich relativ unglücklich zurücklässt. Naja.
Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zugucken nochmal. Danke fürs Dranbleiben vor allem. Ihr findet alle Videos weiterhin auf YouTube. Später irgendwann lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da, beziehungsweise auf Twitch reicht ja das Abo, denn mehr gibt es da nicht. Also Follow nennt man das ja hier. So oder so, war schön mit euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei was auch immer nächsten Sonntag kommt. Lasst euch überraschen. Ich werde es wahrscheinlich einen Tag vorher oder so erst ankündigen. Wenn ich es weiß, sage ich Bescheid und es mag halt einen Tag vorher erst passieren. So oder so, bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao. Ha ha ha.